Wir haben heute da ein bekanntes Gesicht bei Walgau TV, nämlich die Silvia Nüsch. Und es geht um ein ganz spezielles Thema. Wir reden heute über Scooby-Doo. Was ist denn Scooby-Doo? Scooby-Doo ist eine Beratungsstelle für Menschen, die anders sind, sich anders fühlen und anders denken. Also wenn jetzt du die zwei Steine anschaust, das entspricht der Norm von der Gesellschaft und viele Menschen entsprechen nicht dieser Norm. Sie sehen anders aus, sie haben ein anderes Gewicht, man gibt sich anders, man ist homosexuell, bisexuell und genau für diese Menschen sind wir da. Bei euch gibt es ja auch drei Schwerpunkte, kannst du es dir kurz erklären? Der erste Schwerpunkt ist die Aufklärung für die Jugendlichen. Da machen wir wirklich intensive Aufklärung machen im sexuellen Bereich. Also wie funktioniert der Sex, was für Verhütungsmittel gibt es, was für Krankheiten gibt es, damit die Jungen wirklich wissen, was passiert mit mir, was passiert mit meinem Körper, was passiert mit mir, wenn ich ungeschützten Sex habe. Dass wirklich richtig gezielt aufgeklärt werden. Und so sind dann die Jungen offener für Beziehungen, sie sind offener eigentlich fürs Leben und wissen, was sie erwartet. Und der zweite Schwerpunkt? Der zweite Schwerpunkt, der ist da drin für Menschen, die Probleme haben, die eigentlich isoliert sind, weil sie kein soziales Leben haben, keine Freunde, keine Bekannte, weil sie vielleicht anders aussehen oder weil sie starkes Übergewicht haben oder weil sie Sucht haben, wo sie einen Weg suchen, raus, was kann ich machen, wie kann ich besser leben. Die Menschen, die coachen wir, coachen, mit denen arbeiten wir, wenn es nötig ist, aufschaffen oder sie beraten oder mit ihnen Gesprächsführung machen, wie baue ich Selbstbewusstsein auf. Und der dritte Bereich? Und der dritte Bereich, der ist speziell für die Homosexuellen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Jugendlicher merkt, in der sexuellen Orientierung, bin ich heterosexuell, bin ich schwul, wie finde ich mich zurecht, wo kann ich mich aufklären? Oder bei den Mädchen, bin ich jetzt lesbisch, weil mir Frauen gefallen, wo kann ich hingehen, nachfragen, dem nachgehen, wo lerne ich Leute kennen? Dort arbeiten wir hauptsächlich in diesem Bereich rein. Auch mit den Familien, die Probleme haben, wenn das Kind homosexuell ist, weil ja sicher für die Eltern nicht immer einfach ist. Dass sie wirklich ein Umfeld haben, wo sie geschützt sind und wo sie unterstützt werden, weil sie werden eh schon diskriminiert von der Gesellschaft und haben dort eh schon genug Probleme. Und wenn sie ein Umfeld haben, das voll hinter ihnen steht, dann können sie anders auftreten. Und dann können sie auch ihr Leben besser meistern und finden sich auch besser zurecht überall. Und wieso ist euch gerade das Thema wichtig oder wieso machen ihr da die Beratung? Was sind die Hintergründe? Die Hintergründe sind sicher die Erfahrungen, die ich gemacht habe, von mir selber oder von Kind. Homosexualität ist bei uns in der Verwandtschaft auch ein Thema. Und ich merke einfach, dass wenn du richtig aufgeklärt bist, gut aufgeklärt bist, hast du viel weniger Probleme. Und wenn du umschaust, es hat so viele Leute, die so viele Probleme haben, nicht wissen, an wer kann ich mich wenden. Wenn du merkst, bin ich homosexuell, rennst du nicht zum Psychologen oder zum Psychiater, sondern du sitzt daheim und bist eigentlich nur noch im Internet, weil du Möglichkeiten suchst, Wege suchst und dann verlierst du in dieser virtuellen Welt drin. Und dann bist du eigentlich verloren. Und diesen Leuten wollen wir eigentlich helfen. Das ist unser Ziel, dass die rauskommen und ihr Leben wieder geniessen können und wissen, da kann ich hin, da finde ich Möglichkeiten und Wege. Wie kann man mit euch in Kontakt treten und wie läuft es bei euch ab? Wir haben Telefonnummern, wo du kannst nachschauen auf dem Internet. Wir haben eine Internetseite. Die Einzelgespräche, die kosten etwas. Wir haben Gruppenübungen für Schwule und für Lesben. Wir haben für Sucht wie Bulimie, Magersucht, Ritzen, Gewalt in der Ehe und. Also ganz verschiedene Süchte. Da kann man auch nachlesen, haben wir auch Gruppenübungen, wo du dich in der Gruppe besprechen kannst, wo du Erfahrungen austauschen kannst. Und was ist euer Ziel mit Scooby-Doo? Was möchten ihr erreichen? Wir wollen erreichen, dass Leute, die sich anders fühlen, anders sind, dass sie selbstbewusster werden, dass sie ihr Leben gut meistern und auch die sozialen Kontakte haben.
Und einfach können sagen, mir geht es gut, ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Ich muss mich nicht ändern für andere Leute, damit ich in dieser Gesellschaft akzeptiert werde. Und ich habe ja mit meiner Erfahrung, die ich habe mit 7 Kindern, mit der Ausbildung, die ich habe als psychologische Beraterin und die Lebenserfahrung, kann ich sicher sehr viel dazu beitragen. Wir haben in unserem Team sehr viele Möglichkeiten, um den Leuten zu helfen, damit sie so wirklich glücklich sind, können sagen, uns geht es gut, wir gehören zusammen, wir haben alles im Griff.